Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem heutigen Knowledge Shortcut Business. Wir haben hier das Thema, wie denn eigentlich PLM, ERP-Systeme und MES-Systeme zukünftig zusammenwirken werden. Und wir sprechen hier tatsächlich warum Digitalisierung das klassische ERP ins Dilemma stürzt. Warum die Art, wie wir es vor 20, 30 Jahren in ERP-Systemen gemacht haben, wird heute nicht mehr funktionieren. Und das will ich mal kurz erklären. So, wenn wir das klassische Dreieck sehen zwischen PLM, ERP und MES-Systemen, dann ist so dieses Typische, was man denkt, dass man sagt, PLM versorgt in irgendeiner Form Produktstruktur nach ERP. Dort wird die Fertigungsstruktur erstellt oder die montageorientierte Struktur und ERP versorgt diese dann ins MES-System. Die interessante Frage ist, warum kann man eigentlich nicht PLM direkt ins MES versorgen? Oder wie machen wir das richtig? Wie sieht es in Zukunft aus? So, dazu muss man eine Grundlage wissen. Klassisch haben wir den Ansatz entweder Select to Order oder Engineering to Order. Engineering to Order heißt, ich mache es für einen Auftrag, das heißt, ich mache meine montagefertigungsorientierte Stückliste für einen Auftrag, Select to Order, ich mache es eben für einen Produkttyp. Die Frage ist, warum ist eine Stückliste fertigungs- oder montageorientiert? Was bedeutet das? Und was bedeutet das vor allem für die Feinsteuerung? Schauen wir mal auf den Klassiker. Wir haben hier mal diesen Stuhl und jetzt kann man sagen, wir haben den Stuhl montiert. Wenn wir jetzt klassisch eine Stückliste aufbauen, von der Denkweise der ERP-Systeme, ist es so, dass in diesen Stuhl die Sitzschale vormontiert reinkäme, dann die Armlehne montiert, dann die Armlehne vorher, muss man ja lackieren, also vorher offensichtlich lackiert, die Armlehne geformt und zum Schluss wäre es ein Profilmaterial Stange. Das heißt, dieses Profilmaterial wird irgendwie abgesägt, die Armlehne geformt, dann lackiert, Armlehne montiert, vormontiert und zum Schluss wird der Stuhl montiert. Das gleiche haben wir hier auch mit dem Gestell, können wir kurz durchmachen, Gestell montiert, das Gestell muss natürlich auch lackiert werden, Gestell ist geschweißt vorher oder wird geschweißt, die Beine werden geformt und vorher haben wir ein Profilmaterialstange. So, die Frage ist, warum brauchen wir diese Struktur? Weil wir damit Feinsteuerung machen können und weil wir damit jeden Zwischenzustand verbuchen können. Und wir können im Prinzip jede dieser Baugruppen dann aufs Lager legen. Sie werden vielleicht sagen, ja, so wie der Fischer das gemacht hat, das passt alles nicht. Ist auch richtig, ich habe natürlich schamlos übertrieben, aber glauben Sie mir, ich kenne Unternehmen, die machen das so. Und zwar so detailliert. Warum? Wenn man es nämlich so macht, kann man sich zum Schluss ein MES-System sparen, weil man im Prinzip die Verbuchung innerhalb des Werks im ERP machen kann und viele ERP-Berater predigen das durchaus und sagen, ja, so muss man es machen. Und die Finanz will das natürlich auch, weil in jedem Zwischenschritt ich natürlich einen Wertzuwachs oder mehr Geld investiert habe in das Produkt und das will ich natürlich sauber nachvollziehen können. Daher kommt es zu solchen Strukturen. So, diese Strukturen sind klassischerweise, das will ich hier mal zeigen, exakt gemappt zu einem Montagelayout. Wir sehen Montagelayout, Achtung, hier bin ich nicht weiter drauf angegangen, aber hier mal Gestell lackiert oder Lackierung Gestell, Vormontage Gestell, Endmontage. Und es hängt jetzt hier direkt zusammen, fängt erst hier an, wir gehen mal von unten nach oben. Also Profilmaterial Stange, da wird jetzt ein Fertigungsauftrag drauf gesetzt. Upsa. Ah ja, genau, das kommt dann dadurch. Und daraus wird dann ein Bein geformt. Jetzt gehen wir ein Stück weiter. Das wäre im Prinzip das geformte Bein, kommt hier raus. So, dieses geformte Bein muss ja jetzt in die Lackierung, es muss also lackiert werden. So, was passiert? Es wird lackiert, beziehungsweise das Gestell wird geschweißt. Achso, wir sind natürlich erst da und wir sind dann bei dieser Baugruppe. Und jetzt wird das Gestell lackiert. Das heißt, hier findet die Lackierung statt. Hieraus kommt jetzt eine Baugruppe mit höherem Wert, das wäre diese hier. Sehen Sie auch, das passiert und dann kann ich es hier aufs Lager verbuchen. Wir machen weiter, nachdem das Gestell lackiert ist, muss das Gestell montiert werden, in dem Fall vormontiert, also wir haben die Vormontage gestellt. Einer montiert jetzt das Gestell, wir haben dazu einen Fertigungsauftrag reingeschossen in die Produktion. Jetzt ist das im Prinzip fertig und dann habe ich ein montiertes Gestell auf Lager und dazu brauche ich natürlich diese Baugruppe, sonst kann ich sie nicht lagerhaltig haben. Das muss man wissen. Ich brauche immer eine Baugruppe ausgeprägt in einem ERP-System, weil ich sonst keinen Lagerplatz und keinen Bestand dranhängen kann. Habe ich keine Chance, muss ich so machen. Okay, und so geht es jetzt im Prinzip weiter bis zum Gestell montiert. Hier können wir das gleiche machen. Also wir gehen jetzt auf dieser oberen Linie entlang, Profilmaterial Stange. Wird zur Armlehne geformt, die Armlehne geformt wird zur Armlehne lackiert, die Armlehne lackiert wird zur Armlehne montiert, wir sehen es hier auf der linken Seite genauso, wir montieren die Sitzschale vor,
wie durch ein Wunder, haben wir jetzt den neuen Stuhl. Das heißt im Prinzip, die beiden werden entsprechend vom Lager genommen und gemeinsam montiert. Ob das Lager jetzt direkt im Werk ist, ob das Lager vielleicht über Kanban oder sonst was angebunden ist, sei hier mal egal. Aber so funktioniert das normalerweise. Die interessante Frage, der ich mich heute widmen will, warum funktioniert dieses Vorgehen in Zukunft nicht mehr so leicht? Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir einen Wandel vom Select-to-Order hin zum Configure-to-Order, Configure-to-Order Plus und vom ETO, also Engineering-to-Order, hin zum Configure-to-Order haben. Da gibt es verschiedene Gründe, alle schon diskutiert. Vom STO drückt uns der Kunde, der mehr Individualität will. Vom ETO drückt uns die Notwendigkeit zur Standardisierung, weil Individualität ist schon da. Was bedeutet das aber für unsere Stückliste? Wie wäre denn eigentlich dieselbe Situation, die wir eben gesehen haben, bei einem extremst hochvarianten Produkt? Wir stellen uns also mal vor, wir hätten eben den Stuhl nicht nur als Standardstuhl, sondern wir hätten vielleicht so einen schicken Strandstuhl, wir hätten vielleicht hier so einen schicken Bürostuhl mit Runderlehne und solchen tollen Sitzkissen. Hier noch eine andere Form vom Sitzkissen, vielleicht aus Leder, andere Farbe. Und dann braucht man irgendwie eine 150% Stückliste, aus der wir konfigurieren. So, was passiert jetzt? Und jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen, wie verändert sich die Stückliste und was bedeutet das? Also, hier mal ein Beispiel. Wir sagen, wir hätten das Profilmaterial Stange, da gäbe es 4 Materialien und 2 Dicken. Wir gehen weiter und sagen, Beine geformt, da gibt es 4 Formen. Wir sagen, das Gestell lackiert gibt es in 3 Farben. Jetzt gehen wir weiter nach oben und sagen, Profilmaterial Stange für unsere Sitzschale, beziehungsweise die Armlehne des Schicksals, der Sitzschale, 2 Dicken, 4 Materialien, die Armlehne geformt, 6 Formen, die Armlehne lackiert, 10 Farben, die Armlehne montiert, 2 Lehnenmaterialien und 4 Formen und dann gehen wir weiter, die Sitzschale vormontiert, 3 Sitzschalenformen und 4 Materialien. So, jetzt müssen Sie wissen, wenn ich dieses Vorgehen weitermachen will, muss ich für jede mögliche Variante eine Baugruppe ausprägen. So, warum ist es so? Wenn ich das nicht mache, dann kann ich sie nicht auf Lager legen. Das ist, was so PDM-Leute oder PLM-Leute nicht verstehen. Die machen immer eine Baugruppe drüber und konfigurieren dann, schmeißen das raus und das rein, verstehen aber nicht, dass wenn wir das gleiche im ERP machen, wir eine Kopfbaugruppe brauchen, weil wir ja nicht mehrere Varianten in ein Lager legen können. Dann kann man nämlich nicht mehr identifizieren, welche das ist, beziehungsweise könnte man natürlich schon. Aber wir brauchen zumindest eine Baugruppe, damit wir genau wissen, wie viel wir von dieser Variante auf Lager haben. Keine Chance, so ist leider die Welt. Gut, was bedeutet das? Vom Profilmaterial Stange hätten wir jetzt also 8 Materialien, die wir im ERP anlegen müssten. Von den Beinen geformt hätten wir 32 Baugruppen, die wir anlegen müssten. Vom Gestell geschweißt wären es auch 32. Gestell lackiert hätten wir, wenn wir die lagerhaltig haben wollten, 96 Varianten. Vom Gestell montiert hätten wir auch 96, Achtung, mögliche Varianten. Kann ja sein, dass die nie kommen. Gehen wir mal hier oben weiter und gucken uns das an. Vom Profilmaterial Stange hätten wir jetzt nun 8 Varianten. Von der Armlehne geformt hätten wir 48 Varianten. Und von der Armlehne lackiert hätten wir 480 Varianten. Vielleicht kurz, wie rechnet man das? Man multipliziert einfach die Anzahl der Optionen aus, also 4 mal 2 mal 6 mal 10. Dann wären wir bei 480. So, die Armlehne montiert, die noch 2 Lehnenmaterialien und 4 Formen hat, die hätte jetzt schon 11.520 Varianten. Die Sitzschale vormontiert, wenn wir die Varianten noch dazu haben, hätte schon über 118.000 Varianten. Der gesamte Stuhl hätte jetzt insgesamt 13.271.040 Varianten. So, jetzt würden Sie vielleicht sagen, so viele Varianten ist zwar theoretisch, machen wir nicht. Haben Sie völlig recht, aber zum Schluss ist es so, dass Sie für jede Variante hier Baugruppen anlegen müssen. Und ich weiß, dass Unternehmen das so machen. Ich mache ein Beispiel. Ich kenne ein Unternehmen, die hat von einem Typ, ein ganz anderes Produkt, 22.000 Stücklisten im SAP. So, jetzt werden Sie vielleicht sagen, mit dem SAP ist das egal, ist auch richtig. Im SAP können Sie, das ist kein Performance-Problem, sondern es ist schlicht ein Pflegeproblem. Und wir haben ein anderes Problem, wenn wir die ganzen Baugruppen ausprägen und sich in der tiefen Struktur etwas ändert. Ich sag mal, wir machen eine inkompatible Änderung. Dann müssen wir jede Permutation nach oben prüfen, ob die Änderung auch tatsächlich funktioniert oder eben auch nicht. Und das ist, was einen schlicht in Wahnsinn treibt. Können Sie direkt sagen, geht nicht. Gut, was bedeutet das jetzt aber für ERP? Wir haben ein
ERP-Dilemma, wenn wir CTO haben und dabei die Notwendigkeit, Stücklisten stark zu strukturieren. Es gibt zum Beispiel Unternehmen wie SAW Eurodrive oder Siemens Flender, die haben sehr flache Stücklisten, weil sie Getriebe machen, die einstufig montiert werden. Sobald wir aber eine mehrstufige Montage brauchen, mit vielleicht vorangehend komplexe Fertigungsprozesse, wo wir vielleicht Kunden was zuliefern müssen, die uns was zurückliefern, also wir disponieren Material, geben es raus, dann macht ein Externer was und gibt es uns wieder rein. Dann brauchen wir so eine Form von einer Stückliste und jetzt haben wir ein Problem. Warum? Wenn wir jetzt klassisch APS, also Feinsteuerung, hier sehen wir Advanced Planning and Scheduling, Neudeutsch Feinsteuerung, also andersrum, Feinsteuerung ist der klassische Ausdruck, dann brauchen wir also eine stark strukturierte Stückliste, genau wie ich es eben gezeigt habe. Wenn wir aber konfigurieren wollen im ERP-System, dann brauchen wir eine flache Stückliste. Wenn wir nämlich CTO haben mit einer hohen Variante, dann haben wir eben gesehen an dem Beispiel, müssten wir, wenn die Stückliste stark strukturiert ist, alles Mögliche ausprägen. Wenn die Stückliste flach ist, dann müssen wir quasi kaum etwas entsprechend ausprägen, brauchen wir nur die Einzelmaterialien. Und daher haben wir jetzt eine Tendenz, dass wir in flache Stücklisten gehen, wenn wir konfigurieren wollen. Dann können wir aber hier im ERP das Klassische, was wir gemacht haben, nämlich die Feinsteuerung oder die Materialverfolgung, die Finanzverbuchung in den Einzelschritten nicht mehr machen. Und das ist das zentrale Problem und im Kern steckt dahinter in vielen Fällen die Diskussion ums MES. Deswegen brauchen wir MES. Warum? Jetzt gibt es nämlich zwei Möglichkeiten des Vorgehens. Die eine Möglichkeit, ich sage, ich mache die Konfiguration im PLM, versorge vom PLM, Lösungsansatz 1, eine auskonfigurierte, montageorientierte Stückliste ans ERP, eine Möglichkeit. Oder ich sage, ich mache den Kram hier im MES-System oder Manufacturing Operation Management nennen wir es heute. Das heißt, ich sage, ich mache die Feinsteuerung im MES und dann wird es ein bisschen komplizierter. Warum? Dann muss ich quasi meine Fertigungsorientierung vom PLM ins MES leiten, die konfigurierte Stückliste aber von MRP ins MES. Wie das funktioniert, zeige ich gleich an dem Beispiel. Also, Lösungsansatz 1. Wir haben PLM und ERP. Wir lagern die Konfiguration ins PLM aus. Und im ERP machen wir nur noch die Abwicklung. Das heißt, wir versorgen vom PLM ins ERP eine 100% konfigurierte, montage- oder fertigungsorientierte Stückliste. Machen im ERP das, was klassisch ist, nehmen aber die Konfiguration raus. So, ein Lösungsansatz, den man gehen kann. Der zweite Lösungsansatz, den man gehen kann, wäre PLM, ERP, MES. Die Frage ist, was versorge ich vom ERP ins MES, was vom PLM ins ERP, was vom PLM ins MES? Und das will ich mal zeigen. Das ERP, wir gehen davon aus, dass wir jetzt hier die Konfiguration machen, das versorgt mir jetzt ins MES eine 100% konfigurierte flache Stückliste und natürlich die Fertigungsaufträge. Jetzt brauche ich aber fürs MES, damit ich Work in Process auch verfolgen kann, das mache ich jetzt im MES, nicht mehr im ERP, brauche ich eine entsprechende Information und die muss ich jetzt vom PLM bekommen. Das heißt, das PLM versorgt mir jetzt die Oberstruktur der montageorientierten Stücklisten und jetzt gibt es hier nämlich einen Trick, Sie müssen sich Folgendes überlegen. Die Montagestruktur, die bleibt ja konstant. Was variiert unterhalb der Montagestruktur, sind ja nur die Materialbaugruppen. So, diese Variation passiert aber immer nur dann, wenn ich im ERP konfiguriere. Wenn ich also im PLM die Oberstruktur anlege, dann habe ich quasi pro Linie und Werk meist nur eine Struktur. So, jetzt habe ich hier pro Auftrag, die viel mehr sind, die auskonfigurierte Variante flach muss hier nicht viele Baugruppen pflegen. Und jetzt bringe ich die hier im MES zusammen. Dazu brauchen wir natürlich einen entsprechenden Automatismus. Gut, Sie sehen, das ist mit ein wesentlicher Kern, warum wir heute MES diskutieren und warum wir, wenn wir CTO haben, quasi gar nicht mehr um MES-Systeme rumkommen. So, jetzt hoffe ich, ist es mir gelungen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ist ein fürchterlich kompliziertes Thema. Ich muss gestehen, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis mir der Zusammenhang klar wurde. Was aber vielleicht wichtig ist für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist es notwendig, dass auch hohe Management-Ebenen sich da im Klaren sind. Warum? Heute werden Systeme oft gekauft, ach, der Button da oben links ist so schön und es sieht so modern aus. Das ist bestimmt das Richtige.
Das ist ein Fehler. Sie sehen an diesem Beispiel, es ist enorm wichtig, einen genauen, klaren Plan zu haben, wann wir eigentlich was einsetzen, welches System wir wann haben und welches Lösungskonzept wir haben. Das können wir nicht Solution-Architekten überlassen. Das müssen methodische Architekten in ihrem Unternehmen machen, sonst wird es nicht funktionieren. Damit verabschiede ich mich von heute. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Herzlichen Dank.